Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepios. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Gastronomin Terry Krug. Ahoi Terry. Hallo Lars. Liebe Terry, die einen meckern über das Wetter, weil es doch sehr viel geregnet hat im August. Die anderen haben Sorge um das Klima, weil es eigentlich doch zu heiß ist. Wie war denn jetzt nun dein Sommer? Ja, arbeitsreich, würde ich sagen. Also nach 7 Monaten Lockdown hatte ich wahnsinnig viel zu tun. Ich habe leider gar keinen Urlaub gemacht. Und ich hatte mich jetzt sehr auf den Herbst gefreut und darauf, dass ich vielleicht wegfahren kann. Und ich hoffe darauf, dass das in den Herbstferien funktioniert. Warum macht man eigentlich keinen Urlaub? Ich sag meinen Kollegen immer, die ihre Pause sparen wollen am Tag, dass sie dadurch auch nicht schneller arbeiten, dass jeder mal eine halbe Stunde rausgeht, wie auch immer. Mit Urlaub ist das ja so ähnlich. Ist ja ganz schön unvernünftig, oder? Das ist total unvernünftig. Ich bin sonst immer im Sommer 4 Wochen an der Ostsee und zwar jeden Sommer. Da bin ich groß geworden und da fahre ich auch jedes Jahr hin, weil das so mein, wie soll ich das nennen? Also da erhole ich meine Kur, ist das, meine jährliche Kur. Und dieses Jahr war es aber einfach so, da ich ja in den letzten Jahren einen Laden aufgemacht habe, war das eigentlich fast wie eine Neueröffnung. Weil den habe ich aufgemacht, dann habe ich ihn zugemacht, dann habe ich ihn kurz wieder aufgemacht, dann wieder zu. Und das Personal, man hörte ja davon, ist nicht so dolle in der Gastronomie in diesem Jahr. Und deswegen musste ich die ganzen Prozesse nochmal neu auflegen und ich musste mich so ein bisschen kümmern. Und jetzt mache ich den Urlaub, den ich sonst im Sommer mache, einfach im Herbst. Also ich mache ja durchaus Urlaub, ich verschiebe ihn nur ein bisschen. Da müssen wir uns also keine Gedanken machen. Den Laden, den du einfach so Laden nennst, der heißt Fritzis, kann man ja mal der sagen. Der heißt Fritzis, ist in der kleinen Feiertag. Ich weiß das ja, weil das ist ja quasi jetzt schon ein Promi-Laden, weil Nina Petri mir vor einigen Wochen im Podcast erzählt hat, dass sie da sehr gerne ihre Mittagspause verbringt. Was macht denn das Fritzis so attraktiv? Das Fritzis ist einfach an einer besonderen Stelle in St. Pauli, nämlich in der Kleinen Freiheit 1. Das ist eine Straße, da ist es schön ruhig. Das ist ganz besonders und es ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil sonst ist hier ziemlich viel los, auch wenn Corona tobt immer noch. Bei uns ist man so neben dem Trubel, also man kann durchgehen, wenn man will, und dann hat man aber seine Ruhe. Und dort gibt es fantastisches Essen und wahnsinnig nette Serviceleute und Köche und sowieso. Es ist sehr St. Pauli, weil es findet in einem Hochhaus statt. Es ist sehr urban, die Umgebung, und geht hin und testet es einfach. Das ist ja tatsächlich eine Gegend, wo ich so als Spaziergänger immer vorbeigegangen bin und dachte, warum kommt hier jetzt nicht eigentlich mal was Vernünftiges hin? Das war immer so sehr abgerockt. Ich glaube, du hast auch noch so einen abgerockten Nachbarn, der das so als Event-Location jetzt vermietet. Und wie kommt man denn da drauf, da anzurufen und zu sagen, so, jetzt geht's los, ich komme? Oder wie kommt man denn zu so einem Laden, der ja offensichtlich schon länger irgendwie zu haben gewesen wäre, oder? Nee, also den Laden gab es schon vorher, den hat vorher Isabel gemacht, die hat auch bei uns gekocht, die hat den aufgemacht, die hat den auch Fritzis genannt, weil so heißt nämlich ihre Tochter, und wir haben den übernommen, weil wir auch Fritzis kennen und eben auch die Besitzerin, und vor allen Dingen haben wir den gemacht, weil Isi wollte aufhören, und mir ist es wichtig, dass die Räume, die auf St. Pauli frei werden, dass die so betrieben werden, wie ich mir meinen St. Pauli vorstelle oder unser Team sich das vorstellt, und da letztendlich die Paul-Rosen-Straße nicht weit entfernt ist, und ich habe ja noch einen zweiten Laden, der ist nämlich in der Paul-Rosen-Straße, der Krug, war das für mich logistisch ganz einfach, um es kurz unterzubringen, aber
Es ist mir vor allen Dingen wichtig, dass die Räume, die frei werden, dass die mit schönen Konzepten hier im Stadtteil einfach weiterhin betrieben werden. Und deswegen habe ich mir, oder haben wir, ich habe betreibt das mit meinen Mitarbeitern, haben wir uns das Fritzis gegönnt, sag ich mal so. Ich bin da ja so lax drüber hinweggegangen. Du wolltest ja jetzt unbedingt nochmal über dieses geile Frühstück im Fritzis sprechen. Was macht denn jetzt eigentlich so ein tolles Frühstück aus? Also erstens gibt es das werktags. Zweitens, wie lange gibt es das? Es gibt es natürlich nicht werktags, weil werktags wird gearbeitet. So, ne? Ja, von Montags bis Freitag gibt es Mittagstisch. Weil da kommt man dann in der Mittagspause und isst ein gutes Mittagessen. Das kriegt man bei uns auf jeden Fall. Und am Samstag und Sonntag, da sollte man sich richtig viel Zeit nehmen und ab 10 Uhr ins Fritzis kommen und köstliches Frühstück, sich ein köstliches Frühstück gönnen. Und das ist vor allen Dingen sehr variantenreich und es ist mit lokalen Produkten, was jetzt nicht besonders außergewöhnlich ist, weil das machen viele andere Anbieter in Hamburg auch. Aber wir benutzen zum Beispiel keine Avocado. Man könnte sich mal damit beschäftigen, was es sonst noch Tolles im Frühstück gibt, außer Avocado, weil die ist überhaupt gar nicht nachhaltig. Und ich bin immer verwundert, wie viel Gastronomen dieses Produkt benutzen, obwohl und sagen, ihre Produktpalette wäre lokal und da taucht immer nur Avocado auf. Die gibt es sonst nicht. Diesen Trend, der nervt mich ja auch. Ne? Ich bin ja eher so ein schlichtes Gemüt, was so Essen und so angeht. Und mir reicht ja meistens echt ein schönes Rührei und ein bisschen Marmelade und einen guten Kaffee. Und das vergessen alle immer. Weißt du, dann kriegst du irgendwie 1000 Varianten von Hummus und Ziegenkäse finde ich ja ganz furchtbar. Also wenn dann, mir reicht ja auch ein Gouda oder ein Kiri oder so. Aber da gibt es dann vor lauter Schnickschnack, vergessen die immer die Basics. So, wie ist das jetzt bei euch? Habt ihr eine vernünftige Marmelade? Dann komme ich vielleicht. Ja, wir haben eine ordentliche Marmelade, die ist hausgemacht und das ist eine Himbeermarmelade. So eine ganz klassische Himbeermarmelade. Da ist auch kein Rosmarin oder Thymian oder so ein Quatsch drin. Das ist einfach nur eine ordentliche Himbeermarmelade. Sehr gut. Und wie lange gibt es das dann am? Es ist ja echt eine Werbesendung hier für euer Frühstück, aber das will ich jetzt nochmal wissen, für mich privat einfach. Wie lange gibt es denn das Frühstück dann immer? Das gibt es bis 15 Uhr. Okay, also irgendwie trifft es ja meinen Geschmack. Ich denke, ich werde demnächst mal vorbeikommen. Und ich werde nochmal gucken, so, jetzt ob ich die Gouda auf der Karte habe. Aber ja, das und nein, wir reden jetzt nicht noch über die Menükarte vom Krug. Das machst du ja auch noch. Und dann machst du auch noch die Clubstiftung. So, ja. Da liegt jetzt alles da nieder. Jetzt kommen wir zum traurigen Teil der ganzen Angelegenheit. Wie ist denn da jetzt gerade so ein bisschen die Lage? Naja, also wie ist die Lage? Also im Moment geht es ja darum, dass ich... wir sind ja im September und es könnte durchaus sein, dass wir gerade darüber diskutieren, ob wir 2G haben oder nicht. Das heißt, dass nur noch Getestete und Geimpfte in unsere Läden kommen und da diskutieren alle sehr drüber. Lässt man sich darauf ein oder lässt man sich nicht darauf ein? Und letztendlich, glaube ich, ist weiterhin eine große Perspektivlosigkeit bei den Clubbesitzern dort und auch bei vielen Künstlern, weil seit 16 Monaten wird letztendlich eine bestimmte Branche oder hält den Kopf dafür hin, dass eine Pandemie durchs Land tobt. Mittlerweile kapieren viele Leute nicht mehr, warum sie das nicht dürfen. Und das frustriert natürlich. Und der Frustrationsgrad ist hoch. Das kann man mal so sagen. Aber für die Kulturtreibenden gab es ja den Kultursommer. Das ist ja jetzt nicht das Allheilmittel, aber ist der Kultursommer an St. Pauli vorbeigetanzt oder hast du da auch irgendwas von mitbekommen? Na, der Kultursommer, das war natürlich eine tolle Idee. Und da, also das waren 4 Wochen, Lars. Ne? Also 4 Wochen hat wahnsinnig viel stattgefunden. Und wenn man ehrlich ist, haben auch einige Sachen konnten nicht stattfinden, weil die Verwaltung leider nicht so schnell war wie die Politik, die sich das ausgedacht hat und das auf die Straße gebracht hat. Und dann mussten aber, das sollte ja an verschiedenen Orten stattfinden, an denen es noch keine Genehmigungen der Flächen gab. Das ging nicht so gut. Das ist zumindest das Feedback, was ich bekommen habe. Aber letztendlich ist das natürlich eine tolle Aktion gewesen, keine Frage. Aber 4 Wochen sind in 17 Monaten nicht so viel, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber die Idee, einfach das gesamte Ökosystem dadurch zu fördern, weil natürlich ja auch nicht nur die Musiker gefördert wurden, sondern auch die Stagehands und so, die werden ja immer vergessen. Die Techniker, die Lichtleute, die Verleiher und so, das war eine richtig super Idee, auf jeden Fall. Aber was machen die jetzt? Das ist die Frage. Ich bin ja, wenn es um abendliche Draußensitzmöglichkeiten geht, bin ich ein großer Fan davon. Und das ist ja tatsächlich so viele Schattenseiten wir haben. Aber wenn ich das von außen betrachte, ist es ja doch ganz schön, dass jetzt mehr Außenplätze
geschaffen wurden, teilweise in Parkbuchten und so weiter. Mhm. Hast du die Hoffnung, dass das weitergeht oder wird das alles wieder zurückgedreht? Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Stadt Hamburg wirklich ihr Versprechen einhalten würde, dass sie irgendwann mal sich weniger um Autos kümmern möchte. Ich habe immer das Gefühl, dass Autos immer noch eine sehr große Rolle spielen. Das ist das eine, deswegen glaube ich, dass das eher temporär ist. Das nächste, was mir Sorge bereitet, und darüber haben wir, glaube ich, schon in unserem letzten Gespräch gesprochen, ist wirklich die Sensibilisierung der Anwohner für das Thema, weil durch den Lockdown und auch jetzt durch die Sperrstunde, ich meine, meine Läden befinden sich in einem Hotspot, das heißt, wir haben es gibt ja überall eine Sperrstunde für die Innengastronomie um 23 Uhr. Also die Leute haben sich an eine bestimmte Lautstärke gewöhnt. Ich wohne hier ja auch. Aber ich führe mittlerweile Diskussionen mit Anwohnern, die mir Sorge bereitet, sage ich ganz ehrlich. Die bereitet mir übrigens nicht nur als Gastronomin Sorge, sondern die bereitet mir Sorge als erste Vorsitzende der Clubstiftung, weil ich weiß, dass ich das irgendwann mal auf die Clubs ausweiten kann. Und ist natürlich auch als Anwohnerin, weil ich wohne hier auch in einem Viertel, weil ich es schön finde, dass hier Leben auf den Straßen stattfindet. Deswegen hoffe ich, dass wir müssen da, glaube ich, noch mal in den politischen Diskurs gehen, darüber diskutieren. Aber das ist nicht nur eine Diskussion darüber, ob wir die Außenflächen erweitern, sondern da werden wir wirklich noch auch andere Diskussionen führen müssen. Welche Diskussionen müssen wir denn führen? Muss von der Politik wiederum möglicherweise auch die Vorgabe für die Anwohner geben, jetzt mal Schluss hier mit ständig Meckerei, bis 11 Uhr können die Leute draußen sitzen? Naja, sie können ja teilweise bis 11 Uhr draußen sitzen, beziehungsweise auch bis 12 Uhr, während aber auf den Sondernutzungsflächen, und jetzt wirst du ganz wahnsinnig durcheinander kommen, Lars, da darfst du nur bis 22 Uhr draußen sitzen. Während dein Nachbar, der also eine normale Fläche hat, der darf in der Woche bis 23 Uhr und am Wochenende bis 24 Uhr, kapiert ja kein Mensch. So, das ist das gerade, was wir haben. Und es gibt durchaus Anwohner, die auf die Straße kommen und unsere Gäste zum Beispiel fotografieren. Und es gibt vermehrte Ordnungskräfte, die auf St. Pauli eingesetzt werden sollen. Und das bereitet mir Sorge. Und darüber, glaube ich, muss man reden. Man muss darüber reden, dass man genaue Regelungen findet, die für alle also gerecht sind und die für alle das Gleiche bedeuten. Aber man muss, glaube ich, auch darüber reden, was bedeutet es, im urbanen Raum zu leben. Naja, wir haben ja einige Personen an entscheidender Stelle, die hier gerne mal reinhören. Vielleicht kann dieses kleine Kuschelformat ja ein bisschen dazu beitragen, dass nicht nur deine Anwohnerinnen irgendwie mal ein bisschen lockerer werden, wie man das ja eigentlich auf St. Pauli sein sollte, leben und leben lassen, sondern vielleicht auch an den politischen Stellen. Schauen wir mal. Ich glaube, es braucht beides, weil die Anwohner müssen sich verstanden fühlen und genauso müssen sich die Gastronomen verstanden fühlen. Das ist ein Kommunikationsproblem und das muss Politik, glaube ich, leisten. Ich glaube, es gibt genügend Straßen, tatsächlich, die man einfach mal sperren könnte, auch zeitweise. Es gibt ja den Modellversuch in New York, wo man wirklich in einigen Quartieren jede vierte Straße gesperrt hat und es keinem aufgefallen ist, also vom Verkehrsaufkommen. Und ich weiß auch nicht, wer nach 18 Uhr in der Paul-Rosen-Straße mit dem Auto rumdüsen muss. Also ich weiß, wer es vormittags macht, nämlich der Lieferverkehr und die Handwerker. Aber ich finde tatsächlich, viele Straßen könnte man einfach um 18 Uhr sperren und dann soll man da Ballspiele von Kindern und auch gerne exzessive Gelage vorm Krug erlauben. Meine Meinung. Und irgendwann mal sollten sie zu Ende sein, damit dann alle schlafen können. Ich bin deiner Meinung, lass uns das gerne auf den Weg bringen. Ja, so, jetzt bringen wir erstmal unsere Top-3-Rubrik auf den Weg. Ich frage ja immer zum Abschluss eines Gesprächs nach der persönlichen Top-3. Und ich habe mir überlegt, also wenn man nun nicht zum Essen in den Krug geht und ins Fritzis, dann ja aber allerwenigstens für die exzellenten Weine. Und ich will aber von dir mal wissen, du musst jetzt mal die Mitbewerber ein bisschen stärken. Ich will jetzt von dir mal wissen, die Top-3 der Weingeschäfte hier in Hamburg bei dir, die aber nichts mit deinem riesen Gastro-Imperium zu tun haben. Sehr schön, wenn ich ein Imperium hätte. Aber also meine Top 3, meine drei. Nummer 1 ist auf jeden Fall. Ja. Ach, Platz 3? Achso, wir fangen mit der Platz 3 an. Ja. Okay, Platz 3 ist auf jeden Fall die Weinquelle. Das ist ein Laden, da kann man nicht nur Wein kaufen, sondern auch Top-Spirituosen. Also man kriegt das Rundum-Sorglos-Paket und vor allen Dingen kriegt man eine wirklich grandiose Beratung und man findet Dinge, die man woanders noch nicht gesehen hat. Kann ich nur sehr ans Herz legen. Welcher Stadt? Das wäre mein oh Gott, du Straße. Ich glaube, es ist Lübecker Straße. Also irgendwo im Osten. Ich ahne, genau. Ja, genau.
Ja. Du alles weißt. Gut. Also, okay, ja. Die Leute können mich anrufen, ich könnte mit denen zusammen dorthin fahren. Ich kenne jetzt aber nicht die Adresse. Okay. Platz zwei ist natürlich meine Nachbarin Steff Döring mit dem Weinladen St. Pauli. Das ist ein Laden, der ist von mir nur 2-3 Häuschen entfernt. Dort wird man auch ganz wunderbar beraten und man kann den Wein auch gleich trinken, was natürlich sehr angenehm ist. Und ja. Steff kann einem auch alles erzählen, was wichtig ist, wenn es um Weine geht, und ihre Mitarbeiter auch. Und der Laden ist topschick. Das ist auch so. Ganz, und jetzt die Platz eins. Platz 1 ist auf jeden Fall Wein und Buhl, weil es gibt keinen Laden, der mich länger begleitet als Wein und Buhl. Und die Chefs dort kann man auch hingehen, die wissen alles über Weine. Die trinken auch ganz gerne ein Weinchen mit einem und vielleicht auch 3 oder 4. Kann ich jedem ans Herz legen, ist auf der Schanze und sollte man dabei gewesen sein. Zumindest mal drin. Ach, toll. Terry, es war wie immer ein großes Vergnügen, auch wenn sehr viele schmerzvolle Aussagen natürlich da drin waren. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir einen fantastischen Urlaub irgendwann im Herbst. Ja, und vorher kommen wir natürlich alle nochmal zum Mittagessen ins Fritzis mit Lina Petri zusammen. In diesem Sinne. Und vor allen Dingen Frühstücken nicht vergessen, ne? Ach ja, genau, das auch noch. Ja, genau. Ohne Avocado. Bis dann. Super. Tschüss. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.